Ja, herzlich willkommen. Heute gibt es eine neue Folge. Es ist eine, ja, ein bisschen Spezialfolge, würde ich jetzt fast nennen. Und zwar gehen wir, wie man es da oben schon sehen kann, deswegen habe ich auch schon einen Flipchart vorbereitet, ich werde ein bisschen gleich schreiben und malen. Es geht um das Thema Differenzkonto Heizkosten. Das Differenzkonto Heizkosten habe ich in jeder WEG-Abrechnung, in der ich eine zentrale Heizungsanlage habe. So, das Konto oder dieses Differenzkonto Heizkosten sorgt immer wieder für Unsicherheiten, Unklarheiten. Es ist nicht umlagefähig, wo kommt es her, wo sehe ich die Position daraus. Da habe ich einfach gedacht, ich schreibe mal ein bisschen was dazu auf, ich male mal ein bisschen dazu auf, dann kann man vielleicht das besser verstehen. Also, worum geht es beim Differenzkonto Heizkosten? Wir haben in der WEG eine ganz, ganz klare Vorgabe, wie Kosten abzurechnen sind. Und zwar habe ich eine ganz, ganz strikte Einnahmen-Ausgaben-Zuflussprinzip-Rechnung. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12., also Kalenderjahr habe, habe ich alle Zahlungen, die übers Konto gelaufen sind, genau in diesem Zeitfenster darzustellen mit der WEG-Abrechnung. Das Spannende ist dabei ist dem BGH komplett egal, ob diese Zahlungen korrekt oder auch falsch sind. Das ist vollkommen egal. Ich habe erstmal als Verwalter alle Zahlen, die in dem Abrechnungszeitraum gelaufen sind, komplett aufzustellen. Punkt. Ohne Ausnahme. Das heißt also, ich habe hier in dem Fall das WEG mit Einnahme, Ausgabe, Zufluss, Abflussprinzip. Deswegen schreiben wir auf Zufluss und Abflussprinzip. So, das ist einmal WEG. Auf der anderen Seite haben wir die Heizkostenverordnung. Heiz-KV oder Heizkost-V. Die besagt, ich muss zwingend Heizkosten erfassen, messen und danach abrechnen. Das heißt also, wir haben ja auf der anderen Seite, schreibe ich mal hier hin, die Heiz-KV oder Heizkost-V. Und die beiden, ich schreibe mal dazwischen ein Versus, weil die beiden beißen sich. Und zwar habe ich ja Folgendes. Wenn wir jetzt einfach mal einen Zeitstrahl hier ziehen. Ich habe hier meinen 1.1. des Jahres und ich habe von mir aus hier den 31.12. WEG besagt, alles, was ich in diesem Zeitraum an Einnahmen und Ausgaben habe, erkläre ich mit der Jahresabrechnung der WEG. Punkt. Heizkosten habe ich aber folgendes Problem. Wir sagen einfach mal, ich habe einen Anbieter für Gas, Fernwärme oder ähnliches, also eine ohne Speicher, das ist das Entscheidende dabei, der mit Abschlägen arbeitet. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abschläge. So, ich habe jetzt zum Beispiel am 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10. und am 1.12. 6 Abschläge ich bezahle. Jetzt läuft mein Abbringungszeitraum ab und in der Regel kommen wir oder der, die Stadtwerke oder der Anbieter selber raus und ja, liest, ich sag mal, den Zeitraum hier einmal den Zähler ab. Plus minus 14 Tage, das heißt also zwischen dem 15.12. und 15.1. wird abgelesen. Jetzt sagen wir einfach mal, es wird hier abgelesen, von mir aus am 31.12. noch, auch wenn es gar nicht hinkommt. Daraufhin wird eine Jahresabrechnung erstellt. Und zwar wird ja geguckt, habe ich mit meinen Abschlägen einmal Summe X bezahlt und ich habe den genauen Verbrauch. Das heißt, ich sag mal, am 15.02. des Folgejahres wohlgemerkt, ja, wir sind nach dem 31.12. Ich kann deswegen auch vielleicht mal hier ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, damit man einfach mal sieht. Am 15.02. des Folgejahres kriege ich meine Jahresabrechnung. Ich
Schreib einfach mal hin, JRG. Das heißt, hier weiß ich, ich habe zu viel oder zu wenig bezahlt. Ich habe ein Ergebnis dabei. Das Ergebnis ist dabei völlig irrelevant. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Verbrauch komplett für dieses Jahr, aber erst am 15.02. des Folgejahres. Was passiert danach? Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, jetzt gehen wir als Hausverwaltung zum Messdienstleister und melden ihm den Jahresverbrauch. Messdienstleister in der Regel, die vier größten sind Techem, Brunata, Ista und ja, es gibt noch ganz viele andere, A&S, MAZ und wie die alle heißen, ist ja komplett egal. Letztendlich geht es ja darum, dass Messgeräte, Messkapseln, Heizkostenverteiler, also irgendwie wird die Wärme, die abgegeben wird, gemessen. Daraus wird ein Gesamttopf gebildet, eine Torte quasi. Wir melden, wie groß die Torte ist. Sprich, ich sage jetzt einmal, Jahresverbrauch 12.000 Euro an Heizkosten. Und damit im Innenverhältnis untereinander verteilt, gemäß den Heizkostenverteilern oder gemäß den Messkapseln. So einfach mal ganz, ganz leicht und ganz, ganz easy erstmal kurz erklärt, wie Messdienstleistung funktioniert. Aber das heißt, jetzt habe ich hier am 15.02. des Folgejahres, habe ich also meine Jahresabrechnung, ich weiß also genau, die Liegenschaft hat ihre 12.000 Euro an Heizkosten verbraucht. Die melde ich jetzt am Messdienstleister und der kommt von mir aus am 15.03. hin und erstellt mir die Heizkostenabrechnung. Das heißt, ich habe damit meine komplette Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft und daraus resultieren die Einzelabrechnungen für die einzelnen Einheiten daraus. So, jetzt habe ich meinen Konflikt, das ist ja, was ich oben hingeschrieben habe. Ich muss nach Heizkostenverordnung mit diesem Ergebnis, was ich hier habe, muss ich arbeiten in der Abrechnung. Weil das ist das, was ich nach Heizkosten zu messen und abzurechnen habe. Und spätestens, wenn Sie vermieten, werden Sie es unbedingt machen müssen, weil sonst Mieter Rechtsanspruch drauf haben. Ne? Das heißt also, Sie gehen mit dem Betrag, den Sie am 15.03. erhalten haben, auf Ihren Mieter zu und sagen, bitte lieber Mieter, das sind deine Heizkosten. So, jetzt habe ich ja folgendes Problem. WEG sagt, ich muss hier ein Foto machen und alles, was bis dahin übers Konto gelaufen ist, muss ich erklären. Das heißt, diese zwei Positionen, die Jahresabrechnung, die kommt ja erst später, die kann ja nicht vorher kommen, weil Ablesezeitraum ist hier. Die müssen selber noch dann abrechnen, die müssen ja noch rechnen, was ist verbraucht worden, was ist im Zähler gelaufen, welche Abschläge habe ich gemacht, das dauert auch. Das heißt, es ist niemals möglich, im Abrechnungszeitraum selbst die Jahresrechnung zu kriegen. Deswegen machen wir Folgendes. Diese zwei Positionen, hier vielleicht noch dazu zu sagen, Messdienstleister, die stellen immer zwei Rechnungen. Und zwar habe ich in der Regel einmal die Rechnung für die Heizkostenverteiler, also für die Gerätemiete, wenn die gemietet werden. Man kann die auch kaufen, man kann da auch verschiedene Möglichkeiten mitmachen. In der Regel sind die gemietet. Das heißt Messkapseln, die Heizkostenverteiler, oft haben wir noch solche Verteilerstationen bei größeren Liegenschaften, diese Funkmodule und so weiter. Dafür kriege ich unterjährig eine Miete dafür. Aber für die Abrechnungsdienstleistung, sprich das, was die machen mit der Heizkostenabrechnungserstellung, die kriege ich, nachdem die Abrechnung oder nachdem die Leistung erbracht wurde, also sprich nach Abrechnungserstellung. Das heißt also, hier kommt noch eine Rechnung dazu. Ich habe mal hier plus, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, plus RG soll das heißen, also plus also eine Rechnung, die ebenfalls nach Heizkostenverordnung komplett umlagefähig ist, laut Heizkosten. Das heißt also, mit da reinkommt. Und jetzt ist eigentlich nur mein Konflikt. Ich muss diese beiden Positionen, ich mache mal andere Farbe, nehme mal schönes Grün. Diese Position, die muss ich irgendwie in die Abrechnung reinkriegen. Problem ist, Abrechnungszeitraum ist schon abgelaufen. Das heißt, ich kann die gar nicht mehr reinkriegen. Und dafür gibt es momentan die Auffassung, dass das Differenzkonto Heizkosten, das ist also ein reines buchhalterisches Konto, da sind also keine Beträge drüber gelaufen, das Konto, dass ich diese Beträge mit dem Konto Differenzkonto Heizkosten erkläre. Das heißt, ich habe das Konto Heizkosten, da kommen meine Abschläge. Ne? Der. Und was noch nicht zu vergessen ist, die Jahresabrechnung 15.02.
aus dem Vorjahr kommt ebenfalls mit da rein. Die kommt auch noch da rein, die ja quasi noch aus dem Jahr davor gehört, die Jahresabrechnung. Das heißt also, das Konto Heizkosten stellt alle Kosten dar, die im Kalenderjahr oder Abrechnungszeitraum, wenn das identisch ist in dem Fall, unser Beispiel haben wir es so gemacht, der Einfachheit halber, habe ich alles, was über das Konto läuft, bis zum Stichtag. Dann mache ich ein Foto, Punkt, das war's. Die Nachfolgerechnung, Jahresabrechnung, die Heizkostenabrechnung und die Rechnung für die Messdienstleistung, die packen wir aufs Differenzkonto Heizkosten. Ja, ist nur rein buchhalterisch, ist ein virtuelles Konto, wenn man so haben will, weil es so buchhalterisch geführt ist. Also es ist kein physikalisches Konto, kein IBAN dahinter, es ist kein Zahlungsfluss dahinter, beziehungsweise der kommt erst später, im Folgejahr. Packen wir da drauf. Dieses Konto ist immer niemals umlagefähig. Das heißt, es ist nur quasi ein Hilfsmittel, womit ich die beiden widersprüchlichen Heizkostenverordnungen mit WEG-Recht quasi mein Spagat mit darstelle. Das ist im Prinzip das Einzige, wofür das Differenzkonto Heizkosten da ist. Wie gesagt, es ist nicht umlagefähig, es ist nur eine Krücke, damit das höher gesetzte Heiz-KV oder Heizkostenverordnung gegen das WEG-Recht sauber dargestellt wird. Somit können wir eine konforme Abrechnung erstellen, die beidem gerecht wird. Das ist der einzige Grund dabei. Dieses Konto wechselt immer. Es ist immer einmal negativ, einmal positiv. Über einen Zeitraum, es gleicht sich ja komplett aus, weil wir haben ja letztendlich die Basis immer noch Geldfluss. Das heißt, wenn Sie, ich sag mal, 10 Jahre in der WEG Eigentümer sind, Sie haben mal ein Jahr ein Guthaben drin, einmal eine Nachzahlung. Und wer hat, in der Regel ist es echt so, also es ist einmal positiv, einmal negativ. In der Regel über einen längeren Zeitraum ist es immer, geht's gegen Null. Klar, es gibt solche Sondereffekte, wie zum Beispiel, wenn mal ein kalter Winter kommt oder wenn mal eben ein lauer Winter kommt. Also das heißt also, sprich, ich habe hier bei der Jahresabrechnung vom Energieversorger mal ganz viel oder ganz wenig Nachzahlung, dann schwankt das schon mal ein bisschen. Aber es ist über längeren Zeitraum, es ist immer ausgeglichen. So, das ist übrigens momentan die einzige konforme Art, Heizkosten abzurechnen und dabei BGH-konform zu sein. Ganz wichtig. Es gibt noch einen Sonderfall. Wir sind jetzt hier bei dem Fall ausgegangen davon, dass es einmal ein Versorger ist, der keinen Speicher hat. Also sprich, ich beziehe direkt meine Energie aus einem Rohr oder aus was auch immer und rechne es direkt ab. Es gibt noch die zweite Möglichkeit, und zwar nochmal der Zeitstrahl. Ich habe hier mein Jahr, ich mache das vielleicht wieder ähnlich, 1.1., 31.12. Und zwar gibt es hier auch noch Speicher. Ich kann die Energiespeicher, das sind zum Beispiel Öl, wobei Öl jetzt außer Mode kommt, aber es gibt immer noch viele Ölheizungen, Pelletheizungen. Pellets habe ich auch immer, ich kaufe gewisse Menge ein, ich speichere die vorher ein und ziehe nach und nach ab. Gas, es gibt ja Gas einmal aus dem Rohr, das Stadtgas oder Erdgas. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auch Flüssiggas in Tanks zu speichern, auf dem Grundstück, oberirdisch, unterirdisch. Das heißt also auch da, ich tanke meinen Tank voll und verbrauche nach und nach. Hier ist noch ein bisschen Besonderheit dabei. Hier ist noch dabei anzuwenden, ich muss den Verbrauch anwenden. Das heißt also mal angenommen, wir machen jetzt ein einfaches Beispiel, Öl. Ich fange an, mein Tank ist ja schon gefüllt vom Vorjahr, ich fange an mit einem Volumen oder mit einem Inhalt von, wir machen es ja mal einfach, geht ja nur zur Verdeutlichung. Ich habe 1000 Liter, mit denen ich starte. Diesen muss ich ja irgendwie bewerten. Ich muss jeglichen Inhalt, den ich noch habe, nach dem sogenannten FIFO-Modell abrechnen oder bewerten. Das heißt, first in, first out, FIFO. Ich gehe hier hin, ich gucke die letzte Öllieferung, nehme da den Literpreis von der letzten Lieferung und berechne dementsprechend, ich sage es einfach mal gesagt, 50 Cent hat der Liter gekostet. Wäre ja schön, aber und das heißt also, in dem Fall hätte ich jetzt einen Gegenwert von 500 Euro. Den muss ich erstmal rausrechnen. So, dann habe ich hier, ich sage mal, unterjährig, 30.06. natürlich, ist mein Tank leer, meine 1000 Liter sind verbraucht. Ich tanke 10.000 Liter nach. So, hier geht das Jahr weiter, es kommt Winter. Am 31.12. kommt wieder der Zeitraum, wo ich einmal gucken muss, was ist noch im Tank verblieben.
Wir machen es wieder einfach. Es sind jetzt noch 5000 Liter drin. Das heißt, diesen Betrag muss ich wieder rausrechnen, wieder FIFO anzuwenden. Das heißt, ich nehme aus der Lieferung den Ölpreis, gehe hin, berechne dementsprechend, was das für Wert ist, rechne den Betrag dabei raus, habe damit meinen kompletten Verbrauch. Das heißt, ich bin gestartet mit 1, habe 10 nachgetankt, also 11, 5 hat lieber, also habe ich dementsprechend einen Verbrauch von 6000. Den berechne ich mit dem Lieferpreis. Damit habe ich also meine Grundlage für die Abrechnungsdienstleistung. Und danach geht im Prinzip dasselbe wie hier. Ich habe damit meine 6000 Liter. Das ist dann quasi meine Jahresabrechnung. Die melde ich an den Heizkostendienstleister, also sprich an Techem, Ista, Brunata oder wie der auch immer heißen mag. Und die machen daraus meine Heizkostenabrechnung. Dasselbe Prinzip wie hinten dran. Nur der Unterschied ist, ich habe dadurch, dass ich halt Energiespeicher und das einen Gegenwert hat, muss ich jedes Mal mit Anfangsbestand und Endbestand rein- und rausrechnen nach FIFO. Ja, ich hoffe, es war verständlich und nicht zu schnell. Im Prinzip, was kann man dazu sagen? Es ist eine Krücke. Eine Krücke, die ist aber momentan die einzige Form, wie man rechtssicher die beiden Rechte gegeneinander korrekt abrechnet. Heiz-KV steht über dem WEG-Recht, daher muss ich das so anwenden. Ob ich es will oder nicht, es nützt nichts. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn noch was unklar sein sollte, gerne in die Kommentare rein. Ansonsten, ja, ich hoffe, es war verständlich und bis zum nächsten Mal.